Zack! Komm, raus da. Sternberg, Sie sind verhaftet. Schon für Ihre abenteuerliche Flucht werden Sie sich verantworten müssen. Jawohl. So, Handschellen. Ja, leg dich nicht mit der Polizei an, Bro. Moin, Leute! Oberkommissar Pidissel meldet sich zu einem weiteren Einsatz und hoffentlich wird es ein weiteres Mal ein ereignisreicher Tag. Und wir haben schon ein ganz gutes Anzeichen dafür, nämlich Bagger! Will mal wieder mit uns reden. Guten Tag, das ist nämlich mein Chef. Und er hat nicht viele Haare. Zack! Es gibt neue Erkenntnisse von unseren Kollegen vom Zoll wegen Menschenschmuggels. Lassen Sie uns in den Meetingraum gehen. Okidoki, ja natürlich. Menschenschmuggel, das ist meine Spezialität. Weil es in der Vergangenheit schon so gut funktioniert hat, haben wir eine Taskforce aus Autobahnpolizei und Zoll gegründet. Okay. Diese hat das Ziel, den Menschenschmuggel zu stoppen und die Hintermänner dingfest zu machen. Einige von Ihnen kennen Frau Schäfer schon. Oh ja. Die Kollegin vom Zoll, die uns jetzt auf den neuesten Stand bringen wird. Guten Tag. Ja. Dank eines anonymen Tippgebers ist uns ein Durchbruch in diesem Fall gelungen. Zuerst klang alles sehr merkwürdig. Ja? Dennoch überprüften wir seine Informationen und fanden heraus, dass diese stichhaltig und dementsprechend sehr glaubwürdig waren. Kurz gesagt, wir suchen einen LKW mit diesem Logo. Der sich zurzeit auf den Autobahnen in dieser Gegend befinden soll. Wir hoffen, so die Drahtzieher schnappen zu können. Okay. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Nein! Nein? Dann los. Ach so, ich fahre übrigens bei Ihnen mit. Ja, hallo! Ja, ich glaube, da läuft was, meine Damen und Herren. Sie wollen also bei mir mitfahren? Okay, bei mir ist immer ein Plätzchen vorne frei. Oh Gott! Ah! Okay. Die Tür hatte mich kurzzeitig ein bisschen überrascht. Ja, okay, dann müssen wir werden heute vielleicht noch mal was einkaufen. Das hatte ich ja in der letzten Folge gesagt. Denn wir haben so mega viele Punkte. Insgesamt 14.300. Ich bin mir allerdings unsicher, denn ich würde mir natürlich gerne den Helikopterlandeplatz für 20.000 kaufen. Also wir müssen einfach mal ganz kurz vielleicht doch noch mal abwarten. Aber egal, ich ziehe mich jetzt erstmal um für meinen Hasi-Pupsi-Mausi-Bärchi. Denn die wird ja bei mir mitfahren und da muss ich gut aussehen. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen Parfum auflegen und dann geht da vielleicht was. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel möglich ist. So, Zivilkleidung. Also, dass man praktisch romantische Beziehungen mit Kameraden eingehen kann. Sonst hätte ich natürlich schon längst was mit Willi angefangen. Ach da ist mein Auto. Okidoki. Wo ist denn der Rest? Willi? Wo ist Willi? Sie hat Willi ersetzt. Ich kann doch nicht nur mit ihr hier los. Oh Gott. Da weiß ich aber nicht, ob ich meine Finger bei mir lassen kann. Nein, das werde ich natürlich tun, meine Damen und Herren. Denn ansonsten werde ich gefeuert. Zu Recht. Denn, weißt du, so eine Belästigung am Arbeitsplatz, das ist meiner Meinung nach nicht ganz so gut. Ich weiß, ist eine gewagte These. Oh Gott! Aber vielleicht können wir uns ja mal ein bisschen unterhalten. Warte, aber erstmal auf die Autobahn. Oh Gott. Ich, aua. Alle Einsatzfahrzeuge. Alter, hier ist aber auch wieder ordentlich was los. Au! Okay, alles gut. Alles, ja okay, doch nicht ganz so gut. Alter, hier ist ja richtig viel Polizei auf den Straßen gerade. Alter Vater! Okay, ich habe leider ihren Namen vergessen. Aber ich würde sie sehr, sehr gerne mal näher kennenlernen. Vielleicht auf ein Mittagessen bei mir? Ja, ich habe eine neue Wohnung. Ich habe jetzt sogar eine richtig geile Küche. Da möchte ich auch wesentlich mehr kochen jetzt. Weil zum ersten Mal in meinem Leben... zum ersten Mal in meinem Leben... Oh Gott, der hat mich gerammt. Und wir springen. Habe ich eine geile Küche und die muss ich nutzen. Muss ich jetzt hier irgendwie raus? Nee, ich muss... Oh Gott, dammit! Die Leute sind wirklich alle komplett bescheuert hier. So, also, kommen Sie mal mit, wenn wir den Fall gelöst haben. Okay. Oh, wow. Okay, hier muss ich jetzt rechts runter. Ab nach Sinningen. Ach, da sind die Damen besonders schön. Oh Gott. So, 600 Meter noch. Und ist er auf dem Rastplatz oder ist er einfach so auf der Autobahn? Weil das ist ein bisschen sehr weit rechts. Obwohl, hier kommt auch eine Rechtskurve. Ja, okay, alles gut. Oh, hier vorne rechts raus. Beim Atomkraftwerk? Ja, der fährt hier vorne. Oder steht der auf dem Rastplatz? Oh, was ist das denn? Das ist hier eine Lagerhalle. Oh, oh. Es sieht so aus, als hätten wir das Ziel erreicht. Ja. Stellen Sie den Wagen am besten dort ab und bleiben Sie ruhig. Okay. Wir wollen den Drahtzieher auf frischer Tat ertappen. Okay. Da vorne? Da ist doch... Oh! Mist, was war das? Ordentlich Money! Was macht der denn hier? Wer ist das? Ich kenne ihn. Das war sicher euer Tippgeber. Verdammt, der Verdächtige flieht. Den schnapp ich mir. Den... Ja, kein Problem, Alter. Kuh! Ich sprinte wie Sonic. Komm schon. Rechtsklick. Oh, da vorne, er bewirft mich mal wieder. Diese Animation, dieses Spiel ist einfach Weltklasse. Mindestens 90er-Wertung.
Und weh? Ich spring elegant. Zack! Und jetzt habe ich ihn gleich. Ausweichen. Komm, der... Batz! Habe ich ihn mit der Colaflasche abgeworfen. Da liegt er auf dem Dreck. Also das Spiel ist so realitätsnah. Lassen Sie uns schnell den Laderaum des LKWs öffnen. Ja, okay. Wo ist der LKW? Die Menschenschmuggler. Ich sage euch. So kommt ihr mir nicht davon. Und wieder Leute. Das gibt's doch nicht. Sprich mit Konrad. Wer zur Hölle ist Konrad? Ach du. Du bist... Ach, das ist dieser eine Typ. Okay, Kai. Hallo, Konrad. Konrad. Tatsächlich bin ich nicht... Ja, nicht sonderlich überrascht, Sie hier zu sehen. Was soll ich sagen? Sie sollten vorsichtiger sein. Das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt, ganz oder? Ehrlich. Ja, natürlich. Ich wollte niemanden in Gefahr bringen. Aber von meiner Position aus konnte ich nicht sehen, was dort vor sich ging. Natürlich wollten Sie das nicht. Nur mal fürs Protokoll. Von Ihnen kam der Tipp an den Zoll, oder? Ja, ich habe das mit dem LKW herausgefunden. Ich möchte Ihnen helfen, wo ich nur kann. Das erklärt so einiges. Ich erinnere mich ein bisschen an Dobby. Ich muss Ihnen noch was Wichtiges mit auf den Weg geben. Oh, Eigentlich müsste ich ihn loben, weil wer weiß, was mit diesen Menschen passiert ist. Ich lobe ihn einfach. Aber er ist kein Polizist. Egal, ich lobe ihn. Ich möchte lieber nicht wissen, wie Sie an solche Informationen... Aber Sie haben wieder mal sehr gute Arbeit geleistet und uns wirklich weitergeholfen. Ja, danke schön. Es freut mich unglaublich, wenn Sie sowas sagen. Sie müssen auf sich aufpassen. Egal, was... Ja, das nächste Mal wird er erschossen. Alter, ich meine, wie viel Kohle da im Spiel war. Was machen wir jetzt? Wieder nach Hause fahren oder was? Bringe die Verdächtigen zur Wache. Okay, und ein weiteres Mal habe ich den Tag gerettet. Wo ist meine Karre? Kann ich nicht nochmal mit der smarten Maid reden? Hallo? Na? Okay, ich gehe zum Auto. Ist aber schön hier auf dem Land, direkt neben dem romantischen Atomkraftwerk. Habe ich den eigentlich schon mal festgenommen? Karre. Nissen. Jawoll. Oh, warte, ich kann hier in die Garage fahren? Seit wann das denn? Tja, dann cruise ich hier direkt rein. Zack. Perfekt eingeparkt. Und dann bringen wir mal die Leute hier weg. Okay, doch nicht. Hä, aber warum öffnet sich da eine Garage, wenn ich die hier nicht abladen kann? Dann bringe ich euch halt hier nach vorne. So, perfekt eingeparkt. Und dann bringen die Verdächtigen aber mal sowas von in die Gummizelle. Oh, eine Befragung. Alter, geiler Schnurrbart. Zack, verhöre den Verdächtigen. Jetzt gib's aufs Fressbrett. So, Herr Grunwald. Ja, wir haben einiges zu besprechen. Na, dann sprechen Sie doch. Ich werde nicht so nett fragen wie die Autobahnpolizei. Ihr Glück ist, dass wir eigentlich gar nicht Sie wollen, sondern den Kopf hinter all dem. Da hat sie recht. Dies ist Ihre einzige Kooperieren Sie mit uns. Weigern Sie sich jedoch, könnte der Verlauf Ihrer Strafe sehr unangenehm werden. Wir haben kein Mitleid mit Ihnen. Also bieten Sie mir einen Deal an? Yep. Wir bieten Ihnen genau das an, was wir eben beschrieben haben. Wenn Sie das einen Deal nennen wollen, dann machen Sie das. Fahren Sie zur Import-Export-Firma Sternberg. Die Adresse zum Büro finden Sie im Internet. Da sitzt mein Chef, Marcel Stern. Goldene Nase verdient er sich mit Menschenschmuggel. Das ging aber schnell. Ich habe mir auf der Fahrt hierher schon überlegt, was ich machen werde. Und bei einem solchen... Okidoki. Wir sollten den Chef informieren. Berger haben nochmal 1000 Points haben wir abgesahnt. Und diese Türen sind einfach legendär. So, schnell rüber zu Berger. Berger! Guten Tag. Schön, Sie zu sehen. Ja. Anhand der guten Vorarbeit, die wir hier alle zusammen geleistet haben, wollen wir jetzt den Menschenschmuggelring endgültig zerschlagen. Yes. Dabei arbeiten wir wieder mit dem Zoll zusammen. Die Kollegin Schäfer kennen Sie schon. Genau, danke, Herr Becker. Wir haben den Namen des Verdächtigen, die Anschrift seiner Deckfirma und das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Das muss alles wasserdicht sein und korrekt ablaufen. Das ist also kein ziviler Einsatz. Wir rücken in Einsatzwagen und Uniformen aus und machen das ganz offiziell. Falls es zu einer Autoverfolgung kommt, haben wir unseren Hubschrauber in der Luft. Wir wollen ganz sicher gehen, dass wir den Kerl schnappen. What? Ich fahre wieder bei Ihnen mit. Oha! Alter, ich bin so ein Playboy. Zieh deine Uniform an. Direkt will sie... Ah, die blöde Tür. Will sie wieder... Oh, das ist ja... Bin ich ja völlig überfordert mit der Situation. So eine heiße Schnecke in meinem Auto und das zum zweiten Mal. Aber ich frage mich, was mit Willi ist. Aber egal, ich ziehe meine Uniform an und gehe mal ganz, ganz schnell zu meinem Auto. Oh, falsche Richtung. Hier links. Menschenschmuggel-Finale einsteigen. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Die kriegen wir. Warte mal, ich muss 10 Kilometer fahren? Karte bis nach da unten. Aber ich hätte hier einmal den Punkt. Das wäre nice, wenn ich das jetzt nicht fahren muss. Jawohl, nur 100 Meter entfernt. Einmal kurz nach rechts und dann sind wir auch schon da. Jetzt wird der Schmuggelring gesprengt. So, wir sind da. Erreiche Zielort. Sie haben die Ehre, die Verhaftung vorzunehmen. Aber seien Sie vorsichtig. Sie klingen schon wie mein Partner. Aber ja, ich passe auf mich auf. Mann, was ist mit der...
mit der Kamera los? Hä? Ich muss doch hier rein. Ach, da vorne ist die Tür. Das war ein Fenster. Öffnen. Okay, ich soll jetzt irgendwie sein Büro finden. Das ist scheinbar oben. Ah, vielleicht ein Fahrstuhl? Und jetzt hier vorne. Er will aus dem Fenster springen. Der ist gerade aus dem ersten Stock gesprungen. Schnell wieder in den Fahrstuhl. Bing. So, schnell wieder zurück zu Schatzi, Hasi, Pupsi, Mausi. Hat sie ihn? Da kommt der Helikopter. Okay, das ist jetzt aber nicht so spektakulär. Der ist einfach aus dem Fenster gesprungen und jetzt... Er ist einfach aus dem Fenster geklettert. Ja, ich habe es gesehen. Er ist in einem schwarzen Geländewagen abgehauen. Den schnapp ich mir. Den werden wir uns schnappen. Der ist über unserem Flüchtigen und zeigt ihnen so, wohin sie fahren müssen. Wer, der Heißluftballon da oben? Och nein. Jetzt ist hier vorne einer. Komm, mach, dass du wegkommst. Vor allem bringt es auch nichts, jetzt das Blaulicht anzumachen, weil der fährt, egal was wir machen, einfach weiter. Komm, bitte. Bitte beeil dich doch. Komm schon. Und jetzt. Zack, einfach rauf auf die Autobahn und beschleunigen. Da vorne ist er schon. Stoppe das Fahrzeug. Ja, wie soll ich das stoppen? Soll ich es von der Straße rammen oder was soll ich genau machen? Ich will es einfach mal probieren. Oh. Okay, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber da war auch ein Polizeiauto. Zack! Ich muss den noch von der Straße beizen können. Attacke! Batz! Hä? Der hat gar nichts gebracht. Oh, warte. Zack! Ist er jetzt? Jawohl, er hält an. Und er ist ein Pfannkuchengesicht. So, komm! Ich hab ihn doch! Stoppe das Fahrzeug! Hä? Das Fahrzeug steht doch. Er kann nicht mehr weg. In Gewahrsam nehmen. Okay, ich steige aus. Okay, ran an den Feind. Komm, raus da. Sternberg, Sie sind verhaftet. Schon für Ihre abenteuerliche Flucht werden Sie sich verantworten müssen. Jawohl. Von Ihren sonstigen Machenschaften mal ganz zu schweigen. Ohne meinen Anwalt sage ich Ihnen kein Wort. Ja, das ja. ist mir egal. Sie kommen jetzt ja, erst dort klären wir alles Weitere. So, Handschellen. Ja, leg dich nicht mit der Polizei an, Bro. Hä? Mit wem kann ich da noch reden? Ist einfach verbuggt. Okay. So, bring den Verdächtigen zur Wache. Tipptopp, da können wir uns wieder teleportieren. Ich habe jetzt keine Lust, mit ihm zu labern. Der ist einfach schuldig. Schade. Ab wieder nach Nissen. So, einmal raus. Kampagne abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Damit ist deine Aufgabe bei der Autobahnpolizei jedoch noch nicht vorbei. Du kannst weiterhin Funksprüche annehmen und Unfälle bearbeiten, sowie Verkehrskontrollen durchführen, um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Das war's? Ich habe das Spiel durchgespielt? Was war das denn für ein lames Finale? Vor allen Dingen war das Ende sogar noch verbuggt. Ja, toll. Willi, wir haben es geschafft. Aber was ist denn jetzt hier mit der einen netten Dame? Ich muss noch mal schnell zu ihr. Ach, blöde Tür. Und vor allen Dingen, mein Chef sagt nicht mal, dass ich jetzt den Laden hier übernehmen kann. Das ist doch so wirklich ein schlechter Scherz hier. Bagger? Ja, mein Chef redet nicht mehr mit mir. Und was ist mit der anderen Smart Maid? Ah nee, das ist unsere Anwältin. Aber die vom Zoll ist einfach weg. Aber ja, hallo. Du arbeitest immer noch hier. Willst du mal mit mir? Ich habe wieder einen krassen Fall gelöst. Willst du mit mir mal eine Cola trinken? Nee? Okay, dann nicht. Toll, ich habe aber immer noch nicht genügend Punkte für den Helikopterlandeplatz. Dieser kann dir in manchen Missionen helfen. Hey, ja, hat er doch, aber das macht dir alles gar keinen Sinn. Ich kann hier noch Sicherungskraftwagen. Was bringt der? Schalte den Sicherungskraftwagen als Einsatzfahrzeug frei. Aber das hat mir alles gar nichts gebracht und ich habe alle Missionen jetzt abgeschlossen. Vielleicht hätte der ein oder andere von euch das Game selber mal durchgespielt und kann mir noch mal ein paar Tipps geben. Aber meine Damen und Herren, das war's. Wir haben alle Missionen durchgespielt. Vielleicht schauen wir hier noch mal so rein, um diese ganzen offenen Missionen noch zu machen. Also es gibt ja immer, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, noch mal ein bisschen was. Lassen wir uns überraschen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.